Komm mal her. Pfötchen zeigen. Deswegen fahren wir jetzt gleich zum Tierarzt. Aber die machen hier alle erst um 2:30 wieder auf. Und wir haben jetzt gerade 1:15. Jetzt müssen wir warten, bis die wieder aufhaben. Ich finde das so anstrengend. Das macht mich ganz kribbelig. Ja, das merkt man. Wenn man nicht weiß, was der Hund hat. Am Donnerstag, 17 Uhr, wird die Schnob operiert. Operiert. Sie kriegt Warzen rausgemacht. Ja. Und ein bisschen am, wie heißt es? Am Zahn das? Zahnstein entfernt. Zahnstein kriegt sie entfernt. Und dann ist sie wieder wie neu. Das ist mein Geburtstagsgeschenk an sie. Freut sie sich jetzt schon? Freut sie sich wahnsinnig. Freut sie sich riesig drüber. So. Und jetzt sitzen wir hier gerade, wo sitzen wir eigentlich, Schatz? Bensersiel? Ja. Jetzt sitzen wir hier im Bensersiel am Hafen. Schön. Da guckt euch das an, wie hübsch es hier ist. So hübsch ist es hier. Jetzt ist er glücklich, er hat seinen Eiskaffee gefunden. Komm. Guck mal, ich hab das gemacht, um drüber zu laufen. Geh nicht mal rum. Guck mal. Der Schwere, ne? Kannst weder übers Wasser laufen noch fliegen. Das wäre nicht ganz leicht geworden. Da hat er wohl extra eine neue Jogginghose gekauft, weil ich habe mir die zwei letzten Nächte echt einen abgefroren. Dass die Schnuppe einfach, weil ich sie so süß finde, das ist meine neue Jogginghose. Wunderbar. Und ich hoffe jetzt wirklich drauf, dass ich mit meiner neuen Mütze, mit der Jogginghose und natürlich meinem Schlafsack die Nacht dann auch durchschlafe. Ihr Schlumpfingchen nutzt mein Kleiderberg, weil das habe ich alles angehabt heute und das ziehe ich morgen wieder an. Hier ist es so kalt an der Nordsee, dass man echt Lagenlook machen muss. Das ist eine Weste, eine Jacke, das dann, wenn es richtig bitterkalt ist, wenn es regnet, mein Bikini als, ja, falls es doch mal besser werden sollte, mein Jeans und mein Buff. Buff ist immer super an der Nordsee. Für Hals, Kopf kannst du für alles nutzen. Also, das ist hier schon, auch wenn es nicht so aussieht, ist es Ordnung. Und die Schnopp nutzt es in der Nacht als Kissen. Auch super. Und unser Handtuch, das brauchen wir natürlich auch. So. Oh, und mein Schatz hat die sexy Hose an, genauso wie ich, damit er nicht friert. Und die Lampen hier, die können wir auch sehr empfehlen. Die kann man dann hier anmachen. Und es gibt dann 3 Stufen. Super, braucht man hier aber nicht, weil der Platz ist auch ungefähr so wie ein Fußballstadion beleuchtet in der Nacht. Gesagt, das kann man als Kopflampe nehmen. Das kann man auch als Kopflampe nehmen. Wenn man mal auf dem Campingplatz im Dunkeln Pipi machen gehen muss. Das ist dabei beim Zelt, aber bei manchen Zelten gibt es sowas nicht und dann kann man sich das dazu kaufen. Und das Gute ist, dann kann man hier Handy und so leichtere Sachen, würde ich sagen, reinlegen. So ein fettes Portemonnaie wäre jetzt nicht die beste Variante. Und weil ich so friere nachts und mich selber so einpacke, habe ich jetzt auch meinen Hund schön eingepackt für die Nacht. Und ich finde, sie sieht jetzt nicht schlecht zufrieden aus.